Lager und deren Wertigkeiten Bauteile hängen im Maschinenbau nie frei in der Luft. Sie stehen immer in gewisser Weise mit der Umgebung in Kontakt. Solche Verbindungsstellen werden ganz allgemein als Lager bezeichnet. Der Lagerbegriff ist in der Statik somit etwas allgemeiner gefasst als im klassischen Maschinenbau. Im klassischen Maschinenbau versteht man unter einem Lager oft nur die speziellen Gleit- und Wälzlager. Der allgemeiner gefasste Lagerbegriff der Statik umfasst hingegen jede Art der Verbindung eines Körpers mit seiner Umgebung, zwischen denen Kräfte oder Drehmomente wirken. Merke. Ein Lager ist eine allgemeine Verbindungsstelle von Bauteil und Umgebung, die dafür sorgt, dass das Bauteil in Position bzw. im Gleichgewicht gehalten wird. Die Abbildung zeigt exemplarisch die Lagerung eines Auslegers. Der Kontakt zur Umgebung wird in diesem Fall durch die Bolzen gebildet. Diese Schnittstellen bilden die Lager, in denen Kräfte wirken und der Ausleger dadurch in Stellung gehalten werden kann. Die Berechnung solcher Lagerkräfte ist zentrale Aufgabe der Statik. Gemäß diesen Kräften können später dann die geeigneten Bolzen und Zylinder gewählt werden. Merke. Die Hauptaufgabe der Statik ist die Ermittlung von Lagerkräften. Für die Identifizierung von Lagerstellen kann das Modell des Kraftflusses hilfreich sein. Als Kraftfluss bezeichnet man die gedankliche Leitung von Kräften. Dabei dienen die Punkte, an denen das Bauteil von außen belastet wird, als Krafteinleitungsstellen. Angreifende Gewichtskräfte bilden an den Kraftangriffspunkten beispielsweise solche Krafteinleitungsstellen. Ausgehend diesen Stellen werden die Kräfte über die Lager an die Umgebung abgeleitet. Insofern dienen als Lager in der Regel jene Stellen, an denen der Kraftfluss auf ein benachbartes Bauteil oder auf die Umgebung übergeht. Wird im abgebildeten Fall nicht der Ausleger als Bauteil betrachtet, sondern die Kiste, so stellt der Haken, an dem die Kiste befestigt ist, die unmittelbare Schnittstelle zum benachbarten Bauteil dar. Für die Kiste selbst ist also der Haken ein Lager. Für die Beurteilung von Lagerstellen ist also im entscheidenden Maße relevant, welches Bauteil betrachtet wird. Wie soeben gezeigt, ergeben sich für die einzelnen Bauteile innerhalb einer Baugruppe nämlich unterschiedliche Lagerstellen. Im Folgenden beschränken wir die Betrachtung auf den zweidimensionalen Fall. Dabei können prinzipiell drei Arten von Lager unterschieden werden. Diese Unterscheidung ist für die spätere Berechnung der Lagerkräfte von entscheidender Bedeutung. Das sogenannte Loslager kann lediglich Kräfte in einer Dimension aufnehmen. Im abgebildeten Fall ist es lediglich die vertikale Richtung, in die eine Kraft vom Lager aufgebracht werden kann. Eine Kraft senkrecht hierzu, das heißt in horizontaler Richtung, würde lediglich zu einem Verschieben der beiden Bauteile führen. Man bezeichnet ein solches Lager mit nur einer Kraftaufnahmerichtung auch als einwertiges Lager. Beachte! Mit der Wertigkeit eines Lagers ist die Anzahl an unabhängigen Raumdimensionen gemeint, in die ein Lager wirken kann, das heißt Kräfte aufbringen kann. Im Gegensatz zum einwertigen Lager kann ein sogenanntes Festlager Kräfte in zwei Dimensionen aufnehmen. Im abgebildeten Fall sowohl in vertikaler Richtung als auch senkrecht dazu. Das heißt in horizontaler Richtung. Ein solches Lager wird deshalb auch als zweiwertiges Lager bezeichnet. Sowohl das Los als auch das Festlager können jedoch keine Drehmomente aufnehmen, das heißt diese Lager lassen noch eine Drehbewegung zu. Um auch dies zu verhindern, kann eine sogenannte Einspannung genutzt werden, bei der zusätzlich zur Aufnahme zweier Kraftdimensionen auch eine Rotation verhindert wird. Eine solche Einspannung wird auch als dreiwertiges Lager bezeichnet. Zur Beurteilung der Lagerwertigkeit ist es sinnvoll, sich vorzustellen, als hätte das Bauteil nur diese eine betrachtete Lagerstelle, deren Wertigkeit herausgefunden werden soll. Im Folgenden bestimmen wir exemplarisch die Wertigkeit des abgebildeten Lagers 2. Hierzu stellen wir uns vor, der Ausleger hätte nur diese eine Bolzenverbindung als Lager. Nun versuchen wir den Ausleger in Gedanken im Gesamten horizontal nach rechts oder links zu verschieben. Dies wird uns aufgrund der Bolzenverbindung jedoch nicht gelingen. Aus demselben Grund werden wir auch senkrecht dazu, das heißt in vertikaler Dimension, den Ausleger im Gesamten nicht verschieben können. Um den betrachteten Lagerpunkt drehen, können wir den Ausleger allerdings es handelt sich bei der betrachteten Lagerstelle folglich um ein typisches zweiwertiges Lager, welches in zwei senkrecht zueinander stehende Raumdimensionen, horizontal und vertikal, Kräfte aufnehmen bzw. aufbringen kann. Nun betrachten wir das eingezeichnete Lager 1 und möchten dessen Wertigkeit bestimmen. Auch dabei tun wir zunächst nun so, als wäre dies die einzig existierende Lagerstelle des Auslegers. In Gedanken versuchen wir nun den Ausleger in Richtung der Kolbenachse des angebrachten Zylinders zu verschieben. Durch eine Zug- oder Druckkraft im Kolben kann dieser eine entsprechende Gegenkraft aufbringen und somit ein Verschieben des Auslegers in Kolbenrichtung verhindern. Die Bewegung ist an diesem Lager somit zunächst einmal in eine Raumdimension gesperrt. Nun versuchen wir senkrecht dazu, das heißt senkrecht zur Kolbenachse, den Ausleger im Gesamten zu verschieben. Aufgrund der zweigelenkigen Lagerung des Zylinders wird uns dies in diesem Fall tatsächlich gelingen. Wir können dies auch bereits dadurch erkennen, dass wenn wir den Ausleger in dieser Situation loslassen würden, er sich einfach nach unten bewegen wird. Das betrachtete Lager kann also senkrecht zur Kolbenachse keine Kraft aufbringen und auch keine Rotation verhindern, um den Ausleger in Stellung zu halten. Das betrachtete Lager 1 ist somit ein typisches einwertiges Lager, welches nur in einer Raumdimension, nämlich in Richtung der Kolbenachse, eine Kraft aufbringen kann. Beachte, dass für die Wertigkeit eines Lagers nicht notwendigerweise die Anzahl der Raumrichtungen relevant ist, sondern die Anzahl der Raumdimensionen, in die eine Bewegung verhindert wird. Zur besagten Kolbenachse als eine Raumdimension gehören im Prinzip zwei Richtungen, sozusagen eine zugkraft und eine druckkraft das lager selbst ist aber deshalb kein zweiwertiges lager sondern ein einwertiges lager da die bewegung in einer raumdimension das heißt entlang nur einer achse verhindert wird anstelle von der wertigkeit von lagern zu sprechen könnte man auch von der sogenannten dimensionalität eines lagers reden Ferner ist zu beachten, dass es sich bei der Wertigkeit von Lagern nicht notwendigerweise um eine vertikale und eine horizontale Dimension handeln muss. Ein zweiwertiges Lager ist lediglich dadurch definiert, dass die Bewegung in zwei senkrecht zueinander stehende Dimensionen verhindert wird. Dabei muss es sich eben nicht zwingend um eine vertikale und eine horizontale Dimension handeln. Bringt man zum Beispiel im vorliegenden Fall einen weiteren Zylinder senkrecht zum bereits bestehenden an. So würde nun in zwei senkrecht zueinander stehende Dimensionen eine Bewegung verhindert werden. Per Definition würde es sich nun um ein zweiwertiges Lager handeln. Dies lässt im Übrigen auch keinerlei Bewegung in horizontale und vertikale Richtung mehr zu, es ist starr. Ein zweiwertiges Lager könnte man deshalb auch als starres Lager bezeichnen, welches nur noch eine Rotation zulässt. Typische eindimensionale Lager sind Seile, Ketten, Federn, Zweigelenkig gelagerte Stäbe und Zylinder, sowie offene Führungsschienen und reibungsfreie Unterlagen. Bolzen, Schrauben, Stifte und Achsen sind bei direkter Verbindung von Bauteil zur Umgebung in der Regel zweiwertige Lager. Bei Seile, Ketten und Schienen ist ferner nicht nur die wirkende Raumdimension festgelegt, sondern auch bereits die Raumrichtung. Denn Seile und Ketten können nur auf Zug beansprucht werden. Deshalb wirkt in diesen Verbindungselementen immer eine Zugkraft. Auch Schienen können in der Regel nur in eine bereits im Vorfeld festgelegte Richtung Lagerkräfte auf ein Bauteil ausüben. In diesen Fällen sind nur Druckkräfte senkrecht zur Unterlage möglich, es sei denn es würden magnetische oder elektrostatische Anziehungskräfte zwischen Unterlage und Bauteil wirken. In den anderen abgebildeten Fällen können sowohl Druck als auch Zugkräfte wirken.